VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Ein VPN wird im Homeoffice in der Regel dafür genutzt, dass ich mich über eine gesicherte Verbindung über das Internet zur Firmenzentrale oder mit dem Firmennetzwerk sicher verbinden kann. Das heißt, ich habe im Homeoffice Zugriff auf Ressourcen, auf die ich normalerweise nur Zugriff über das Firmennetzwerk hätte, wenn ich vor Ort bin. Informationsquellen wie das Intranet oder Fileserver, die in der Firma stehen, sind für mich dadurch vom Homeoffice aus zu erreichen. Also eine VPN-Lösung ist für Unternehmen in der heutigen Zeit eigentlich unerlässlich. Es bietet mir die Möglichkeit, entfernte Standorte, Mitarbeiter, die unterwegs sind oder die aus einem entfernten Standort arbeiten, einfach Zugriff auf die Firma bekommen und auf die Ressourcen, die innerhalb der Firma sind und bieten mir dabei eine gewisse Sicherheit, indem ich durch einen gesicherten Tunnel meine Daten kommuniziere. Zusätzlich ermöglicht es mir als Firma auch die Daten an einem Ort zu administrieren, was mir insgesamt die Sicherheit einer Firma erhöht und auch Möglichkeiten gibt, außerhalb des Firmennetzwerks Zugriff auf die Ressourcen für meine Mitarbeiter zu bieten. Ja, es gibt ja manchmal Schwierigkeiten mit VPN. Das fängt damit an, wenn ich eine nicht so optimale Internetverbindung habe, wenn meine Internetleitung nicht sehr zuverlässig ist, dann kann es schon durchaus mal passieren, dass durch den Verlust von einigen Datenpaketen die VPN-Verbindung zusammenbricht. Und Padlink bietet da die Möglichkeit, dass ich einfach die VPN-Verbindung über mehrere Datenleitungen legen kann. Und falls eine von den Leitungen nicht vernünftig funktioniert, habe ich immer noch eine weitere Datenleitung, über die ich meine Datenpakete schicke. Das heißt, das ist eine sehr robuste VPN-Verbindung, die ich mit Padlink schaffen kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel meine DSL-Verbindung, die ich zu Hause habe, zusätzlich noch mit einer LTE-Verbindung kombinieren und habe somit eine gesicherte Verbindung über zwei Datenverbindungen und kann zum Beispiel auch festlegen, dass die Bandbreite von dem LTE exklusiv nur für die Arbeit genutzt werden soll. Und wenn zum Beispiel der DSL-Anschluss zu Hause von Netflix und Co. oder durch Videostreaming von anderen Mitgliedern im Haus ausgelastet ist, dann habe ich immer noch genügend Bandbreite, um zum Beispiel meine Videokonferenzen abzuhalten und habe auch noch nebenbei mein privates Netzwerk und mein Homeoffice-Netzwerk voneinander sauber getrennt. Naja, ich kann als Firma sicherstellen, dass meine Mitarbeiter in ihrem Homeoffice auf jeden Fall ein zuverlässiges VPN aufbauen können. Das heißt, selbst wenn die DSL-Verbindung zu Hause ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, haben meine Mitarbeiter immer noch die Möglichkeit, das reine LTE dafür zu nutzen oder vielleicht einen zweiten DSL-Anschluss, was von der Firma gesponsert wird, dafür zu nutzen und kann somit sicherstellen, dass meine Mitarbeiter auch im Homeoffice trotz nicht zuverlässiger Internetverbindung noch weiterarbeiten können und produktiv sind. Eine weitere Punkt ist, dass wir die Verbindung über ein 256-Bit AES verschlüsseltes Protokoll fahren. Das heißt, ich kann auch sicherstellen, dass meine Firmenmitarbeiter sicher an die Firmenzentrale angebunden sind und auch keine Daten irgendwohin abfließen. Ich möchte mal behaupten, dass die Kombination von verschiedenen Datenleitungen einzigartig ist, die Padlink da bietet, zumal ich diese Bandbreiten auch tatsächlich aggregieren kann und nicht nur ein einfaches Load Balancing gewährleiste. Die Ausfallsicherheit, die ich meinen Mitarbeitern oder meinen Standorten damit gebe, ist auch einzigartig. Die Aufrechterhaltung zum Beispiel von Videokonferenzen, dass die selbst weiterlaufen, wenn meine Internetleitung oder wenn eine meiner Internetleitungen wegbricht, gegeben ist. Da gibt es wahrscheinlich weltweit kaum einen anderen Hersteller, der das so in der Form bieten kann. Zusätzlich dazu ist es auch sehr schnell und einfach zu installieren und konfigurieren. Nicht umsonst nennt Padlink sein eigenes VPN als World's Easiest VPN. Das heißt, die Einrichtung eines VPN-Netzwerks selbst für eine hohe Anzahl an Mitarbeitern oder an Standorten kann innerhalb von wenigen Minuten erfolgen. Das Ganze wird dann abgerundet durch eine zentrale Management-Plattform, über der ich auch meine ganzen Geräte, die draußen sind, einfach warten kann, einfach einen Firmware-Upgrade vornehmen kann, entweder alle auf einmal oder sequenziell. Das heißt, das bietet dann auch im späteren
nach dem Rollout selber mir eine super Plattform, über die ich sehr einfach und ohne Probleme noch meinen Mitarbeitern draußen helfen kann, falls sie Probleme haben in ihrem VPN. Thank you.